Guten Morgen, liebe Leute. Wir gehen mal wieder auf Dienstreise. Oh no, Digga. Es ist mit von der Partie Ron zum Bielecki, der hier seinen, war das sein erster Tornado heute? Das war der vierte. Ich bin die neue Mom, ich bin die neue Reisemom. Ey, wir müssen echt aufpassen mit dem Begriff. Am Ende denken noch die Leute, du wärst die Mutter. Von euch? Wir haben gerade so einem Typen, der gesagt hat, yeah, I'm a taxi driver. Dem haben wir einfach alle unsere Koffer in die Hand gedrückt, weil das nicht ins Auto reinpasst. Ob die Koffer jemals bei uns ankommen werden? I doubt it. Liebe Rogast. Chrissy? Mhm. Ich bin nicht Chrissy, Alter. Chrissy ist doch furchtbar. Furcht. Du siehst aus wie Sellerie. Liebe Leute, ich möchte ganz kurz nochmal Greetings an unseren Kollegen raushauen. Der will nicht gesehen werden, weil er seriös ist. Vielen, vielen Dank an den Kollegen, dass er uns hier bei sich in der Wohnung wohnen lässt. Also ihr müsst euch überlegen, Ron ist einer von der Sorte, der einfach keine Zahnbürste mitnimmt. Also nee, sorry. Liebe Rogas. Ron ist gerade live. Christina ist in Unterwäsche und muss ihr Handy laden. Liebe Rogas. Danke, Hermine. Es ist der erste richtige Tag, in dem wir hier sind. Ich habe da wirklich gerade irgendwie von der Galaxie gerade eine Nachricht empfangen, dass ich viel zu nüchtern bin. Christina, meine Allergeilste, ist auch mit von der Partie. Guck mal, man kann ihn auch wenden. Oh mein Gott. Oh, dieser Zoom. Du Scheiße, was? Wir haben einen Orthomol Immunpro. Orthomol, Immunpro, Iberogast. Ron macht demnächst seine eigene Apotheke auf. ACC-Akut-Sektor. Ich bin extrem am Arsch, ich bin extrem fertig. Aber Christina will unbedingt heute feiern gehen, hat sich extra schick gemacht. Ich will unbedingt feiern, denn ich bin sehr clubsüchtig. Habe ich das richtig gesagt? Mein Allergutste heute mit dem Zopf unterwegs, ja? Dieser nice Jumbo-Eye-Stick, den ich mir aber auf die Lippen schmiere. Also Girls, heißt es anders. Wir sehen uns im Restaurant und wir treffen uns jetzt mit Boboshi. Mein Gunster, wo guckst du hin? Mein Gunster, da ist ein geiler Weibertisch. Da sind nur Typen, mein Gunster. Ich hab halluziniert. Meine allergeilsten, ich darf euch herzlich vorstellen, ein selten gesehener Gast auf diesem Kanal, und zwar Papa Ashraf. Yo, 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 was geht? Kannst du ganz kurz, Ashraf, erzählen, was du über Mode weißt? Du bist die Person, was du trägst. Und was du trägst, bist du die Person. Macht Sinn. Seine bitte sehr bewusst. Alaga Jüster, wollen wir pumpen gehen? Alaga Jüster, guck mal. Oh, ich hab meine Nase genommen. Das ist sehr angenehm und sehr witzig. Ich trinke euch noch richtig. Wir hatten heute einen sehr, sehr komischen Abend. Ich war vorhin ultra müde. Wir waren echt ganz gechillt essen, aber am Ende waren wir noch im Club. Ich habe heute ja nichts getrunken, weil ich noch gefahren bin. Martin, kannst du mal nur deine. Ich will nur deine Zähne drauf haben. Das sieht aus wie Kaugummis, Digga. In dem Licht sieht's blöd aus. Es sah in einem anderen Licht sieht's besser aus. Nicht unseren Schrank zeigen. Unser Schrank wird gezeigt. Meine allergeilsten! Wir sind in unserem fancy Breakfast Store. Wir werden uns jetzt richtig fancy Eier bestellt. Ron hat sich einen Kaffee bestellt. Und dann ist hier so ein Ding gewesen und es sieht aus. Excuse me, what is this? Is this a... No! What is this? Was ist das? What is this? It's like a... Oh. Da hat sich sozusagen der Zuckerkurzhand als Kreide entpuppt, oder? Okay. So Leute, wir haben heute einen Tisch in so einem Restaurant reserviert. Die anderen beiden sind schon mal los, weil wir den sonst verpasst haben, weil wir haben extrem langen Mittagsschlaf gemacht und wir sind halt wirklich komplett ready für den Abend. Mein allergeilst, mein allergeilst. Mein Güster. Mein allergeilst. Ich den Typ nicht wach. Wir haben Tisch und zwar in 3 Minuten. Ich habe ein Buch geschrieben und Ron liest sich gerade die ersten Abteile durch. Viele meiner Bücher behandeln den Inbegriff von Leben. Doch in diesem Buch möchte ich auf die Kunst der Zirkulation eingehen. Geometrische Geometrie ist die Kunst der Dummen. 2022 ist das Jahr der Konstanz. Doch der eigentliche Weg, der Weg, der nur danach schreit, besteht.
durchschritten zu werden, ist der Weg, der aus dem Weg geringfandiner den Stark. Ron Bielecki, 2021. Das Universum ist kategorisiert. Lebe im Hier und Hier. Ich glaube, Ron und ich werden demnächst Schriftsteller und werden unser erstes Buch rausbringen. Meine allergeilsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Scheiß-Video. Wenn euch dieses Video nicht gefallen hat, dann schallert den Daumen jetzt im linken oberen Arschloch durch. Und falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann macht ihr wirklich alles richtig. Ron? Jetzt kommt ordentlich Scheißgelaber von dieser Dienstreise. In diesem Sinne, leben wir. Meine allergeilsten, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch da draußen. Where's my husband?